der Wahnsinn. Birken, Hügel, Schilflandschaft, Graslandschaft. Dieser einsame Baum, die Sonne, die in Strahlen darauf leuchtet. Ich habe es versucht zu fotografieren, ich weiß nicht, ob das was geworden ist. Was könnte das sein, wenn hier Steine rumliegen und das hier wie so eine Sitzbank aussieht? Nun, durch Zufall wieder mal im Wald. Ein Grab würde ich jetzt vermuten. Man kann nicht mehr genau erkennen, was hier mal original drauf stand. Aber hier ist ein neues Schild angebracht. Tschermak von Kapherr. Warum lässt sich jemand mitten im Wald beerdigen? Und dann sieht es halt auch noch leider so aus, als wenn entweder der Sarg zusammengebrochen ist. Oder jemand meinte, er könnte hier nun bei den Toten was finden, was nicht in Ordnung ist. Definitiv nicht. Da hinten irgendwo bin ich gerade über so eine alte gammlige Steinbrücke, die komplett zerfallen ist. Jetzt bin ich auf so einer Insel in der Nähe von diesem komischen Grab, was da geplündert wurde anscheinend. Hier sind Grundmauern, würde ich sagen. Man erkennt hier noch, dass es hier mal runterführte. Diesen Raum hinein. Und ich muss das aufzeichnen, weil das ist gerade zu viel alles. Hier steht so ein alter Mast. Hier sind noch mehr Felsen. Oder Grundmauern, ich weiß es nicht. Das ist gerade wie so ein Märchenwald hier. Hier, noch mehr Grundmauern. Noch so Steine. Das Stück an der Zahl. Oha. Hört ihr das? Ich latsche hier gerade auf irgendwas rum. Ja. Oha, geht's da rein? Klingt hier gerade, als wenn ich auf irgendwas. Nee, geht. Geht da nicht rein. Das ist ja Wahnsinn. Noch mehr Grundmauern. Ei. Also ich glaube, ich latsche hier auf dem Dach rum, so wie sich das knarzt und knistert. Und sorry, falls ich gerade so viel rumschwenke, aber ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Ja. Die nächsten Grundmauern oder Keller.
komme hier gar nicht weiter. Der muss schon älter sein. Ich meine, es sind schon einige dicke Bäume drin gewachsen. Wahnsinn. Und da sind noch mehr. Und noch mehr. Hört gar nicht auf. Wow. Was das hier mal war. Was vielleicht zu dem Herrn gehörte. Den Herrn Tschermak von Kappen. So ihr Lieben, wir sind wieder auf Sendung. Akku war leer. Nicht drauf geachtet. Ah, das ist ja hier der Wahnsinn. Oh. Ich kann das gar nicht so richtig rüberbringen, aber sowas zu entdecken, ist es nicht mal auf der Karte eingezeichnet. Und auf der Karte ist sonst jeder Kram irgendwie eingezeichnet. Vielleicht war das auch mal ein Steinbruch. Huch. Oh, also irgendjemand war hier schon mal zumindest. Hier ist ja so ein Metallgitter. Aber das hier sieht aus, als könnten das mal Zisternen gewesen sein. Ich gucke gerade, ob ich noch mehr irgendwie finde. Ja, es ist nur wieder Wasser. Da ist ein Jagdstand. Das ist da so ein echt merkwürdiger Baum irgendwie. Der wächst hier auf dieser komischen Insel mit dem, ja, Zivilisationsresten, wenn ich es mal so nennen kann. Wahnsinn, also wie viele Birken hier wachsen. Die Gegend muss ich mir noch ein zweites Mal anschauen. Das ist alles viel zu viel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich werde jetzt noch mal da auf diesen Berg hoch, gucken, ob ich da noch was finde. Dann bis gleich eventuell. So ihr Lieben, ich werde mich jetzt mal wieder auf den Rückweg machen. Also die Tour habe ich jetzt, die muss ich abbrechen. Das ist einfach. Ja, da kommen komische Geräusche irgendwie. Das ist einfach zu viel. Das schaffe ich gar nicht. Hier gibt es an jeder Ecke irgendwas. Das fing an mit dem Bunkern. Dann ging es weiter mit der alten Mühle. Also die Ruine von der alten Mühle. Dann ging es weiter mit dem Grabstein. Und jetzt hier dieses Minidorf. Ich weiß nicht. Also es sind 6 Hütten ungefähr. Also man läuft rum und tritt immer wieder auf irgendeine Grundmauer, die man gar nicht mehr erkennen kann. Und ein großes Haus. Und das ist halt auf so einer Insel. Weil der eine Fluss zieht sich hier unter dieser alten zusammengestürzten Brücke. Zieht sich ein Fluss. Und hinter uns zieht sich auch noch ein Fluss. Das ist so eine riesengroße Insel, umgeben von 2 Flüssen. Also ich werde gucken, dass ich noch irgendwie da einen Bus kriege, weil ich weiß, ich kann hier nirgendwo, hier gibt es auch kein Netz, gar nichts. Das ist Wahnsinn. Aber wow, wow. Also bisher die Tour, die erste glaube ich, Daumen hoch, Natur, Daumen hoch, Doppeldaumen hoch. Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn. Ich muss hier nochmal her. Und ihr kommt nochmal mit. Also davon, von der ganzen Sache hier gibt es nochmal einen zweiten Teil, da muss ich... Dann nehme ich dann auch ein zweites Stativ mit für Video, damit das ein bisschen besser klappt. Das ist einfach zu viel.
Das ist so eine Ruine, ey. Das ist der Wahnsinn. Freue ich mich richtig. Ich meine, die ist nirgendwo so aufgezeichnet. Egal, ich habe ja genug gelabert. Wir sehen uns im zweiten Teil. Das ist Wahnsinn. Jetzt fliegt hier ein Flieger rum. Aber darum geht's nicht. Ich hätte fast vergessen, hier oben gibt es natürlich eine Empfehlung. Unten gibt es etwas aus dem eigenen Sortiment. Und im Hintergrund ist jetzt noch die Ruine zu sehen. Vielleicht. Ich weiß nicht. Aber jetzt muss ich langsam los. Also hier auf dieser Insel mit diesen... Das ist Wahnsinn, was es hier an Bäume gibt. An verschiedene Bäume. Gut, ich muss los. Ich muss zurück.